Grüß euch Leute und damit herzlich willkommen bei einem weiteren Sonntags-Special und zwar heute zu Transport Fever 2, so ein bisschen in dem Einschlag, wie was wir vor 2 Jahren Let's Played haben, hier City Skylines. Ich habe Transport Fever, also den ersten Teil, Transport Fever 1 und Anführungszeichen, vor 2 Jahren circa mal ein bisschen angespielt und haben mir gedacht, das ist was, was ich selber für vielleicht ein bisschen nicht genug Geduld habe oder was, aber es ist sicher ganz geil für ein Let's Play. Und da habe ich auch gleichzeitig gehört, dass Transport Fever 2 bald rauskommt. Das Spiel ist jetzt, glaube ich, ein Jahr oder was draußen oder sogar länger. Aber ja, ich würde sagen, wir gehen es heute an. In der Kampagne werden wir schauen, was uns hier Großartiges erwartet. Wie gesagt, es ist ein City, Building, Planning, öffentlicher Verkehrsspiel. Und da ich auch selber im öffentlichen Verkehrswesen arbeite, habe ich vielleicht ein paar ganz interessante Einblicke darauf. Who knows? Schauen wir mal, würde ich einfach mal sagen. Einstellungen habe ich schon, glaube ich, einigermaßen gut hinbekommen. Ich weiß jetzt nicht genau hier von den Voreinstellungen, was bei mir erpackt wird. Ich habe jetzt einfach mal alles auf hoch gestellt, nicht sehr hoch, aber vielleicht können wir Texturen auf sehr hoch anwenden. Geil, dabei wird instant neu gestartet. Okay, na gut, macht ja nichts. Ja. Gut, jetzt haben wir zumindest die bestmöglichen Texturen. Schauen wir mal, ob mein Rechner das da packt. Und ich würde sagen, los geht's mit der Kampagne. Anmerkung der Autoren, der Kampagne setzt sich zum Ziel, wichtige Meilensteine in der Transportgeschichte in ihrem historischen Kontext möglichst lebhaft zu schildern. Sie handelt auch düstere Kapitel der Welt, des Weltgeschehens, wobei die entsprechenden Episoden keinesfalls verharmlost oder deren Opfer verhöhnt werden sollen. Doch es ist nicht ausgeklammert werden, dass Transportgeschichte oft auch die Geschichte von Konflikten, Unterdrückung und mitunter großem Leid war und ist. Die in den einzelnen Missionen transportierten Werthaltungen entsprechen demnach nicht diejenigen der Entwicklerinnen und Entwickler. Wahrscheinlich müssen wir auch... Die Menschheit bringt laufend neue, großartige Erfindungen hervor. Habe Teil am rasanten technologischen Fortschritt und stelle den reibungslosen Transport in verschiedenen Regionen der Welt sicher. Okay, das machen wir. Wahrscheinlich müssen wir irgendwann mal Waffen oder sowas transportieren, nehme ich jetzt mal einfach mal an. Ja, wir haben aktuell nur Kampagne 1 freigeschalten, da gibt es 6 Missionen drin. Und ja, los geht's, würde ich sagen. Amerika mitten im 19. Jahrhundert. Im Territorium von Nevada, wo unlängst bloß eine Handvoll Büffel graste, herrscht neuerdings rege Betriebsamkeit. Jenseits der Sierra, nahe des Carson River, ist Gold gefunden worden. In rauen Mengen soll es vorhanden sein. Man braucht es nur auszubuddeln. Wer hart genug schuftet, wird reich belohnt werden. Welch glänzende Gelegenheit! Ich glaube, der Sprecher ist derselbe wie der Erzähler in Paraworld. Das müsste der Erzähler von Paraworld sein. Wer Paraworld nicht kennt, kann ich übrigens sehr mein Let's Play dazu ans Herz legen. Und wir sehen schon, in den 6 Missionen werden wir auch nochmal hier nach Kalifornien, Mexiko, irgendwo da so hingehen. Nach Wales, hier in den Nahen Osten, nach Kasachstan, Russland und nach hier in Indonesien. Philippinen sind das hier, das müsste Indonesien sein. So, okay. Blamier ich mich mal wieder ganz krass mit Geografiewissen, aber ich würde sagen, los geht's! Amerika mitten im 19. Jahrhundert. Im Territorium von Nevada, ja gut, das hatten wir gerade schon. Aber finde ich sehr interessant, dass es einen Erzähler gibt, der uns die Sachen tatsächlich vorliest. Es erspart mir zum einen ein bisschen Arbeit und und natürlich euch die Schmach, mir Sachen euch von mir Sachen vorlesen zu lassen, weil ich ja ganz gern mal hier Wortverhaspler drin habe. Über die ich auch dann nicht als Perfektionist, der ich bin, wegsehen kann und weiterlesen, sondern wo ich mich 10-mal korrigiere. Und das ist vielleicht auch nicht so angenehm für alle. Aber ja,
Ich schätze mal, hier wird Haupttransport und Güter und nicht Personen sein. Weil ich weiß, man kann Personen transportieren, so rum. Ja. Ladezeiten sind ein bisschen lang dafür, dass es, glaube ich, jetzt nicht so ein umfangreiches Spiel ist. Aber gut, ist ja auch gleich durch. Erstmalige Texturkompression. Was auch immer das bedeutet. Alter, mit Introsequenz. Willkommen im Neuland, Neuling. Du willst reich werden? Dann bist du hier goldrichtig. In Virginia City herrscht Goldgräberstimmung. Und du, Glückspilz, hast beim Pokern im Red Dog Saloon die Schürfrechte für einen vielversprechenden Claim gewonnen. Oh, geil. Schon bald wirst du Goldklumpen so groß wie Katzenköpfe zutage fördern. Die damals, glaube ich, noch nicht so viel wert waren, glaube ich. Übrigens, ganz kurz, arbeite nicht nur im öffentlichen Verkehrswesen, ja, sondern habe auch Tontechnik studiert. Alter, dieser Kompressionseffekt auf der Musik, wenn der anfängt zu labern, ist ja mal nett gemeint, aber 10.000 Mal zu stark übertrieben. Das hat sich gerade für meine doch einigermaßen geschulten Ohren richtig grausig angehört. Das macht man im Normalfall so, dass man kurz bevor der anfängt, also wirklich so, eine halbe Sekunde bevor der anfängt zu labern, geht man ein bisschen mit der Musik runter. Und sobald er anfängt zu labern, geht man noch ein bisschen schneller, stärker runter. Dann, solange der labert, ist die Musik auf 60-80% des Volumen und nicht, wie die gemacht haben, auf 30%. Und dann, kurz bevor der aufhört zu labern, geht mal wieder leicht hoch und mit seiner letzten Silbe macht man einen krassen Cut auf Vollgas. Das hört sich wunderbar an, ist ein bisschen mehr Arbeit, als was die wahrscheinlich reingesteckt haben, weil du halt jede einzelne Phrase selbst in der Musik reinschneiden musst. Aber das Ergebnis ist auch entsprechend gut. Okay, Aufgaben, Suche nach dem Schacht. Dank Cleverness und Kartenglück kennst du eine Goldgrube, nennst du eine Goldgrube dein eigen. Die vormalige Besitzerin, ein Saloonmädchen namens Susie, das offensichtlich ganz miserabel Poker spielt, hat bereits erste Vorarbeiten veranlasst und praktischerweise auch gleich die nötigen Gerätschaften dagelassen. Jetzt musst du die Mine So, an dieser Stelle Entschuldigung für den ganz kurzen Cut. Das war nur sehr wichtig, von daher. Ich habe nämlich aktuell, habe ich vielleicht eh schon ein paar Mal erwähnt, ein paar wichtige Sachen hier bezüglich Auto und neue Wohnung und alles und kann es mal passieren. Immerhin war es nicht der Postbote, also vielleicht sind wir dem Super Seducer Unglück jetzt schon langsam hier auf dem Weg gehen. Außer der kommt jetzt noch, das wäre dann blöd. So, Kamera benutzen. Halte die rechte Maus-Button und bewege dann die Maus, um die Kamera zu bewegen. Okay, Kamera drehen haben wir schon mal. Okay, so ist Kamera bewegen. Spüre den Eingang zum Stollen auf. Okay. Kamera benutzen, Affe abgeschlossen. Okay. Spüre den Eingang zum Stollen auf. Der ist, glaube ich, da, wo das Fragezeichen ist, oder? Ja, nice. Welch vielversprechender Claim. Noch wurden zwar erst ein paar Felsbrocken zutage gefördert, doch kein Grund zu verzagen. Da muss einfach noch tiefer geschürft werden. Damit der schöne Schacht nicht einstürzt, solltest du ein paar solide Holzbalken vom nahen Wald heranschaffen. Damit lässt sich der Stollen vortrefflich stabilisieren. Errichte eine Station, wo die Pferdekarren mit Baumstämmen bepackt werden können. Baue eine LKW-Station im markierten Bereich. Also einfach irgendwo in diesem riesigen Gebiet? Okay, das nehme ich mal an hier. LKW-Station. Kollision.
Nice. Ah, hier. Kann man das da auch gleich irgendwie so andocken? Irgendwie mit Shift... Ah, Moment, jetzt hat es, glaube ich, gerade angedockt, oder? Irgendwas ist doch da gerade ein bisschen abgehakt, oder? Ah, da! Nee. Damit. Ich bin meines hat gerade irgend... Kann ich das eigentlich drehen? Kann ich das mit rechter Maustaste, mit mittlerer Maustaste, vielleicht... Nur im markierten Gebiet möglich? Ist das Gebiet irgendwo anders markiert? Ach, ich bin Depp. Das ist ein bisschen woanders, als die Mine ist. Ist ja auch ein bisschen sinnvoll, wenn die LKW das nicht nur 3 Meter transportieren. Erkläre dem etwas begriffsstutzigen Kutscher, welchen Weg er nehmen soll. Richte eine neue Linie ein, die von der neuen Station... Okay, übrigens, dass der begriffsstutzige Kutscher ist, ist irgendwie ein nicer Touch. Neue Station zu bestehenden... Okay. Linienmanager. Neue Linie. Straßenlinie und Depots. Tramlinien. Neue Linie, komm. Eins... Hier? Nun muss noch ein kleines Fahrzeugdepot für die Pferdekarren her. Okay, das heißt, ich kann das wahrscheinlich schließen. Fahrzeugdepot. Straßenfahrzeugdepot. Also ich freue mich schon, wenn ich das so ein bisschen freier gestalten kann. Weil das hier so auf eine riesige hier... die Kreuzung hier ran zu machen. Ich würde es eher so hier irgendwo am Rand machen. Kann man eigentlich die Sachen irgendwie drehen? Naja, später vielleicht. Alles ist bereit. Jetzt musst du nur noch einen Karren für den Holztransport auftreiben. Jo, easy. Fahrzeuge kaufen. Pferdekutsche, amerikanisches Pferdefuhrwerk. Ich schätze mal, Pferdekarren reicht jetzt erstmal. Wo ist denn da der Unterschied? Okay, Leistung, der hat also 2 vorgespannt. Wobei, der... Wir müssen ja was für den Holztransport. Und der macht aber Holz. Und der macht Personen. Also brauchen wir schon den hier. Warum haben die eigentlich Emission? Ach so, weil die Pferde wahrscheinlich auch kacken und sowas. Okay, Lebensdauer ist etwas viel kürzer, aber okay. Und wie viel teurer ist der? Gar nicht, okay. Ein solides Gefährt. Der Transport kann beginnen. Okay, wir haben jetzt... Okay. Erweise den Pferdekarren einer Linie zu. Linie. Straßenfahrzeug. Name, Linie. Linie zuweisen. Linie 1. Bald ja, nice. Lässt es sich tiefer schürfen. Na, dann Glück auf. Okay. Warte, bis der Pferdekahn die Baumstämme zur Mine liefert. Das Spiel ist aktuell passiert. Nice, wir können lang warten. Benutze das Geschwindigkeitsmenü. Ich wette, das kann man über 1, 2 und so machen, oder? Oder auch nicht. Okay, ich glaube, die langsamste Geschwindigkeitsstufe ist echt ein bisschen dumm. Oh, können wir jetzt geile Kameraeingriffe bekommen? Wir können leider nicht so nah an den Boden. Wahrscheinlich, dass wir da nicht irrtümlich reinbuggen. Ja, trotzdem nice. Okay. Höhere Geschwindigkeit. Ich muss gleich kurz mal schauen. Gibt es dafür einen Shortcut? Tastenzuweisung. Kamera, Kamera. Oh, Kamera kann man auch mit X und Y. Okay. Baumenü, Baumenü. Datenlayer.
hat Bauoptionen, Kameratool. Ne, ich hätte ganz gern Kameratool Play Pause. Ne. Geschwindigkeitslimit Layer. Alter, das gibt's dann auch noch. Leckt mich am Arsch. Ist vielleicht doch komplexer, als ich dachte. Spielgeschwindigkeit umstellen. Ah, Tab. Also da geht's einmal. Nur pausieren muss man händisch. Okay, das ist aber eh ganz nice. Oh, ist eigentlich reges Treiben, oder? Ganz schön viele Typen hier. Alter, es dauert übrigens ewig. Das dauert wirklich ewig auf höchster Geschwindigkeit. Also ist der ist ja irgendwie eine Woche unterwegs gewesen oder mehr sogar. Es ist nicht alles Gold, was glänzt. Vielleicht war deine Pokerpartnerin gerissener, als du dachtest. Aller Mühsal zum Trotz fördert die Mine nur ein paar Brocken Silbererz zutage. Am besten du wirst sie los, bevor sie dich noch ruiniert. Erfreulicherweise stranden stets neue Grünschnäbel in Virginia City, denen du dieses vermaledeite Loch für gutes Geld verhökern kannst. So, die Silbermine bist du für eine passable Summe losgeworden. Zeit, dieses Geld in ein lukrativeres Unterfangen zu investieren. Und da gibt es eine hervorragende Möglichkeit. Das ganze Erz aus der Mine muss zu den Silbermühlen unten am Fluss befördert werden. Eine Eisenbahn, die den Transport übernimmt, wäre ein vielversprechendes Unterfangen. Nice. Wähle einen Güterbahnhof. Rotieren können wir auch. Schiene. Standardgleise, Gebäude. Passagierbahnhof, Passagierkopfbahnhof, Güterkopfbahnhof, oder? Wähle die Variante mit... Oh, M und N kann gedreht werden, okay. Aber wir brauchen eine kürzere Länge. Ach, hier. Einstellung, Gleise. Oh, wir können da... Oh, okay, nice. 120 Meter Länge. Genau. Das Terrain ist tückisch. Das erfordert ein paar ganz krumme Kurven. Okay. Verbinde die offenen Gleisenden bei der Teufelsschlucht, den Totenkopffelsen und der Washington-Steigung. Ja, ja. Okay, um einen Gleisabschnitt zu bauen, klicke auf den Startpunkt. Okay. Und da werden wir einen Tunnel brauchen, nehme ich jetzt mal an. Okay. Kann man eigentlich, weil die Kamera ist doch ein bisschen schnell. Ich muss mal ganz kurz hier die Kamerageschwindigkeit ein bisschen runterregeln, weil das ist schon ein bisschen krass hart. Mausrad, ne, Empfindlichkeit, ne, nicht Mausrad, ich will Maussensitivität. Oder ist das dasselbe? Nehmen wir Mausrad-Sensitivität. Okay, nein, das hier Maussensitivität ist leider so stuck. Macht nix. Gleise, okay. Tunnel. Und jetzt müssen wir bestätigen. Nice. Geil. Cool. Also ich mag das Spiel. Ich glaube, das ist super zum Entspannen. So, Teufelsschlucht haben wir schon mal abgeschlossen. Hier, Totenkopffelsen. Warum heißt der Totenkopffelsen? Sieht man da irgendwo einen Totenkopf? Okay, weiter geht's. Ja. Hier muss auch ein bisschen langsamer werden. Nicht mehr 120, sondern 49. Wobei, ich glaube, schneller als 49 werden die hier eh nicht können. Oh, übrigens, seht ihr mal. Hier geht's doch relativ steil bergauf. Kann man
Kann man das Spiel... Oh, später kann man noch ganz geile Sachen machen. Nix. Nee, später, also ich glaube, das wird noch richtig, da werde ich mich noch richtig reinfuchsen in das Spiel. Und jetzt hier eine Brücke drüber. So. Man kann es leider nicht ganz selber noch machen, aber leck mich am Arsch. Also das muss damals richtig aufwendig gewesen sein, so eine Brücke. Das ist ja heute schon nicht leicht, sowas zu bauen, aber... Das kostet doch fast 1 Million! Errichte eine Bahnlinie, die das ganze Erz flugs ins Tal transportiert. Ist es wirklich ein Tal? Ja, ein bisschen tiefer gelegen ist hier schon. Okay, richte eine neue Linie ein... Okay. Ne, Linienmanager. Ist L und V. Ja gut, V für Fahrzeug ist ein bisschen seltsam. Aber okay. Wir brauchen eine... Ist das hier Tram? Ne, Tram ist aber Eisenbahnlinie. Neue Linie. Neue Linie. Tramlinie. Von Virginia City... Nach... Eine anständige Eisenbahn verlangt nach einem soliden Bahndepot. Okay. Machen wir. Gebäude, Bahndepots. Zugdepot, okay. So, drehen wir mit N und M. Das ist ein bisschen umständlich, aber okay. Wahrlich gelungenes Bauwerk. Jetzt müsste es nur noch angeschlossen werden. Und jetzt können wir... Also entweder so, zack. So richtig. Alter, schau ich die Schienen an. Okay, es zeigt die Krümmung zu groß an. Ich wollte schon sagen, das ist ein bisschen sehr unrealistisch. Ja, aber realistisch wäre zum Beispiel, glaube ich, sowas in die Richtung, dass man 50 runtergehen muss. Nun endlich ist es an der Zeit, eine schöne Lokomotive samt ein paar Waggons zu erwerben. Also hier sogar den Umsteller haben sie modelliert, aber hier die Weichenzungen, die fehlen leider. Aber gut, ich glaube, es ist nicht gedacht, dass man so hinschaut. Ich glaube, wenn, dann ist so gedacht, dass man quasi aus der Distanz und aus der Distanz... merkt man das schon nicht mehr wirklich. Außerdem ist es vielleicht ein bisschen sehr umständlich, hier Weichenzungen. Das kostet mich regelmäßig Geld, oder was? Klicke auf das Depot und kaufe eine Lokomotive und 3 Waggons. Fahrzeuge kaufen. Wir wollen natürlich hier... Güterwagen. 3 Waggons für Silbererz. Genau. So, Baldwin 6 Wheels. Und 1, 2, 3. Und wir können das zusammenstellen und dann mehrere von diesen Dingern kaufen. Nice. Über 1 Million pro Fahrzeug. Oh ja, 40 km/h Maximalspeed. Geht der eigentlich weg, wenn ich jetzt hier Sachen wegmache? Oder geht der irgendwann runter, wenn ich zu viel mache? So, 3. Ne, nicht 4. 3 brauchen wir. Okay, schon wieder 1 Mille fast draufgegangen. Na gut. Welch stattliches Stahlross. Zeit, es auf seine Jungfernfahrt zu schicken. Sehr schön. Alright. Silbererz liefern. Jetzt gehen wir mal... Also ich muss sagen, ich finde das schon echt sehr nice. Oh, ist das nicht ein bisschen hart? Ich wollte gerade sagen, hier die Steigung. Schau dir das mal an. Es ist ja... Also wenn du hier oben bist, kannst du dich ja... Musst du richtig hart abbremsen, dass du nicht hier voll durchrasselst und hier pack hinten rausbretterst. Na gut.
Ja. Jetzt haben wir die Befüllung leider nicht gesehen. Aber macht ja auch nichts. Der Erztransport nimmt Fahrt auf. Mit ein bisschen Glück macht er dich reicher als alles Silber von ganz Nevada. Großes Gaudi? Was ist ein großes Gaudi? Der erste Zug. Applaus, Applaus! Cockpitkamera. Cockpitkamera. Oh, das ist ja nice. Hurra! Der Jubel will nicht enden. Und das ist alles dein Verdienst. Das ist schon geil. Also ich muss sagen, hier können wir... Oh, wir liefern übrigens nur 6 von 21. Aber ich glaube, diese Perspektive werde ich so für zwischendurch häufiger mal verwenden. Und aus der Perspektive fallen einem dann wahrscheinlich auch erst richtig so Sachen auf, wenn man bei Baum verkackt hat und so ultra hart Steigungen gebaut hat. Wobei, zumindest Krümmungen lässt er ja nicht zu. Also vielleicht auch zu starke Steigungen. Ich nehme es sogar mal an. Unterwegs nach Carson City Güterbahnhof, Linie 2. Oh, ich weiß jetzt schon, ich werde mich sehr hart reinfuchsen, die Linien zu benennen. Also später, wenn wir dann wirklich ein bisschen freier gehandhabt. Es wird noch so geil, das Spiel. Wie komme ich eigentlich jetzt hier wieder aus der Perspektive raus? Ah, okay, einfach klicken. Bonusaufgabe abgeschlossen, großes Gaudi. Okay, jetzt müssen wir nur noch das Silber jetzt liefern. Oh, das hier. Moment kurz. Ach, Leertaste ist Pause. Das habe ich ganz instinktiv gemacht. Oh, ich kann doch die Wiedergabegeschwindigkeit ändern. Aber nee, hier. Schau ich das jetzt mal an. Ich glaube, das wirkt jetzt richtig geil. Erst noch überall Wald. Nachdem wir aus dem vom Berg waren, ist jetzt hier überall Wald. Hier ein bisschen Einfahrtsschneise. Und dann der Bahnhof von Carson City. Also der Güterbahnhof. Das ist schon nice. Carson City Güterbahnhof. Bremsen. Und es ich dachte, es schmeißt mich automatisch raus. Auf Hochtouren. In Carson City steigen mittlerweile allerlei feine Damen und noble Herrschaften ab. Sorge dafür, dass sie sich auf den schlammigen Straßen nicht das gute Schuhwerk ruinieren. Bringe etwas über die Bedürfnisse deiner zukünftigen Passagiere in Erfahrung. Aktiviere Layer für Landnutzung. Hier, oder? Nee. Da oben! Die Stadthäuser sind in drei Landnutzungen unterteilt. Ein Layer zeigt dir drei Gebiete. Landnutzung, Keypad 3. Deine Dienstleistungen werden in der ganzen Stadt gleichermaßen benötigt. Okay, das ist cool. Baue eine Bushaltestelle in den markierten Gebieten in Carson City. Kleine Bushaltestellen können direkt am Gehweg platziert werden. Und das hier sind dann größere Bahnhöfe, okay. Jetzt müssen wir schauen, in welche Richtung soll das Teil denn fahren. Eins, zwei, da ist noch eins. Und da ist noch eins. Dann machen wir es so, dass er... Huh, Alter. Ich sollte nicht mit meinem Mausrad zoomen.
So, einmal hier. Dann fährt er da lang. Und dann endet er hier. Sieh zu, dass deine Kutschen keine Haltestelle auslassen. Okay. Linie errichten. Kein Problem. Hier. Straßenlinie. Ist Straßenlinie, oder? Neue Linie. Linie 3. Von hier. Von hier. Über hier. Und er dreht dann bis hier vorne um. Das ist sehr ineffizient. Würde ich ja gleich anders machen. Errichte ein Depot, wo die Pferde angespannt und die Kutschen gewartet werden können. Und hier Mill Street würde ich auch in die andere Richtung machen. Vor allen Dingen bei den Distanzen. Es gibt bei uns auch Haltestellen, die nur in eine Richtung befahren werden, aber da ist meistens dann so, dass die relativ nah beisammen sind. Zum Beispiel, wenn hier eine Haltestelle ist, also der fährt hier, dreht dann hier um und hat hier eine Haltestelle und dann hier wieder eine. In beide Richtungen, also einmal hier die Richtung, einmal hier die Richtung. Gibt es hier noch eine Haltestelle? In die Richtung, aber in die nicht, weil das sind literally 20 Meter. Aber da er hier noch umdrehen muss, ergibt es wiederum Sinn, dass hier eine Haltestelle ist. Weil wenn einer hier hinläuft, will Bus, Tram, wie auch immer erwischen, fährt aber los, kann er, während es noch wendet, das Fahrzeug, immer noch zu der Haltestelle. Essen so clevere kleine Tricks. So, Station per Drag and... Nee, hier. Was? War ein Depot für Straßenfahrzeuge in Carson City. Nichts lieber als das. Nee, erstmal müssen wir bauen. Hier. Straßenfahrzeugdepot. Darf ich mir aussuchen, wo? Das wäre nice. Ich darf mir aussuchen. Wo? Nice. Und ich würde das jetzt persönlich... Also, Moment. Hier sind ja Layer. Auf jeden Fall eher in Industriegelände. Also ich würde es auf jeden Fall hier drüben hinbauen. Möglichst so, dass es wenig Platz wegnimmt. So zum Beispiel. Erstehe ein paar Kutschen samt Pferden, damit du loslegen kannst. Alright. Fahrzeuge, Straßenfahrzeuge wollen auf Linie 3. Achso, muss ich erstmal. Hä? Warum kann ich keine Straßenfahrzeuge kaufen? Hä? Bin ich jetzt dumm? Fahrzeugmanager. Ach, ich muss das ja immer im Depot machen. Ich bin Depp. Achso, ich will nicht noch eins bauen. Danke. So, Fahrzeuge kaufen. Pferdekutschen. Jetzt weisen wir das zu. Zack, auf Linie 3. Sehr schön. Da warten schon die ersten Passagiere. Ach. Okay, die fahren jetzt alle gleichzeitig raus. Kann man das eigentlich ändern? Details. Weil gerade so Fahrplan-Ding ist halt mein Steckenpferd. Fahrzeug verwalten. Klonen. Farbe. Wartung. Ersetze gewähltes Fahrzeug. Ins Depot schicken. Verkaufen. Nee. Das ist irgendwie voll dumm, dass die alle gleichzeitig fahren. Also alle hier in Kolonne fahren. Was sind ja hier meine... Da würde ich jetzt, glaube ich, hier das hier ins Depot schicken, das mittlere. Dann ein bisschen vorspulen. Der Territorial Enterprise vermeldet, ein Untier treibt sein Unwesen in der Umgebung. Laut Augenzeugen sprang es von Baum zu Baum, war mindestens 10 Fuß hoch, ausgestattet mit zottigem schwarzem Pelz und riesigen Füßen. Frage den Reporter, was es damit auf sich hat. Oh, das ist hier die Bonusaufgabe. Nice. Nehmen wir. Der Reporter, ein gewisser Mr. Clemens,
hat dir seine Quelle offenbart. Ein alter Tagedieb namens Sam Hawkins. Er soll im Saloon in Virginia City zu finden sein. Kann sein, dass man ihm ein, zwei Gläser Schnaps spendieren muss, bevor er mit der Wahrheit rausrückt. Okay. Virginia City. Saloon. Ist das ein Saloon? Der gute Mann war sehr auskunftsfreudig. Das Ungetüm wurde mit jedem Whisky, den man ihm spendiert hat, einige Fuß größer. Es soll ganze Rinder am Stück verschlingen und sich die Überbleibsel mit einer Wadendeichsel zwischen den Zähnen hervorpulen. Unser Informant meint, es halte sich nahe der Ponderosa Ranch auf, wenn er sich nicht irre. Okay. Ponderosa Ranch. Auch immer die ist. Reno. Ach, gut, dass es hier mit den Fragezeichen gibt. Alter, die Straße ist schon nice. Hier so von der Stadt weg, hier steigend. Der alte Cartwright und seine Söhne waren nicht eben begeistert von deinem Besuch auf der Ponderosa Ranch. Offenbar bist du nicht der Erste, der sich an die Fersen des Ungeheuers heftet. Dutzende hätten ihr Land belagert, sagt der Rancher. Doch gerade als er sie habe verjagen wollen, seien sie mit einer aktuellen Zeitung in der Hand in Richtung Lake Tahoe davongeeilt. Okay, wir haben schon zwei Passagiere befördert. Lake Tahoe. Das wird der hier sein. Okay, cool die kleine Nebenstory jetzt hier. Der Territorial Enterprise vermeldet, der wilde Mann ist tot. Sein Leichnam wurde den Wassern des Lake Tahoe übergeben, wo er auf 200 Meter Tiefe sinken, bewegungslos in einen Eisblock eingeschlossen und aufgrund des hohen Drucks auf die Größe eines Kleinkinds schrumpfen wird. Nun ja, da lässt sich wohl nichts machen. Okay. Ja, ernüchtert ist ein gutes Wort dafür. Okay, na denn. Immer noch Passagiere zu befördern. Boah, von hier oben die Aussicht ist schon nice. So. Wo vor kurzer Zeit nichts als ein ödes Provinznest war, gedeiht nun dank deiner Transportdienstleistungen ein prächtiges Städtchen. Im Volksmund nennen sie es gar das Wunder von Carson City. Immer mehr Menschen wollen hier ihr Glück versuchen. Daran sollte man die Leute nicht hindern. Steige ins Passagiergeschäft ein. Deine Fahrkarten werden heiß begehrt sein. Sorge dafür, dass der Rest der Welt endlich Anschluss an das boomende Städtchen von Carson City findet. Baue einen Passagierbahnhof bei Carson City und verbinde ihn mit dem Bahnhof bei Reno. Nice. Und endlich können wir ein bisschen freier gestalten. Passagier-Kopfbahnhof. Ach, nur in markierten Gebieten. Und dann müssen wir hier irgend... Oh, wow. Also so frei ist das jetzt nicht. Und dann... Naja. Okay. Na gut, dann... Ah, okay. Es muss schon relativ nah sein. An der Straße. Mal kurz schauen. Hier vorne. Carson City. Nice.
Okay, solche kleinen Details finde ich halt immer super. Cool. Alright, und jetzt müssen wir noch verbinden mit den entsprechenden Gleisen. So. Wir werden jetzt erstmal Scouting betreiben, ob es irgendwelche Stellen gibt, die wir uns genauer anschauen müssen. Hier muss er halt durch. Hier wäre halt super, wenn wir den so... Achso, na gut, das ist blöd, weil wir noch keine Kurve bauen können. Aber hier so... Okay, also hier müssen wir also möglichst schauen, dass wir... Ach, Moment. Halt, jetzt. So, hier rüber. Ah, und, oh, und der Preis ändert sich auch. Dann straight. Komplett straight. Das ganze Stück. Hier oder Hügel gibt's auch nicht. Und wieder ganz straight. Hallo, wo hast du das denn ein für die Gerade? Da. Eine Frage, wenn ich das jetzt hier mache und dann hier... Oh, ich kann den auch runter und hoch gehen lassen. Nice. Das ist cool. Okay, und jetzt... Frage, geht das schon... Achso, okay, wir haben aus irgendwelchen Gründen hier... Schauen wir, ob das so okay ist. Ich würde sagen, das passt so. Erwerbe eine Zugkomposition, die das Volk aus aller Welt nach Carson City bringt. Ich schau mal ganz kurz, ob hier... Ja, hier ist ein bisschen von der Höhen. Also ich glaube, es ist schon sinnvoll, in kürzeren Abschnitten zu bauen, dass hier nicht ganz so krasse Terraineinschneidungen passieren. So, bau ein neues Depot an der neuen Strecke. Machen wir. Alter, ich liebe das Spiel übrigens jetzt schon. Zugdepot. So, und jetzt machen wir hier etwas, was im Fachjargon als Gleisdreieck bekannt ist. Beziehungsweise brauchen wir eigentlich gar nicht, weil wir müssen ja eh immer hier anfangen. Dann machen wir es clever und machen eine sowas, und zwar einen Parallelbahnhof. Genau, und zwar ist jetzt hier wichtig in dem Fall, weil wir hier... Falsch. Tastenbelegung ist noch nicht so ganz hundertprozentig. Und zwar nicht hier so, weil da muss der eine ordentliche Steigung hochlegen, sondern so. Und jetzt... So, folgendes... Ich hoffe, das geht jetzt. Realistisch wäre es auf jeden Fall. Ja, genau sowas. Wie gesagt, wieder 50 ist in Ordnung für Depotfahrten. Auch wenn wir es natürlich bis hier vorne ziehen könnten für höheren Speed. Aber schaut euch mal an, das geht dann halt doch ganz gut aufs Geld und ist nicht notwendig. Hier 12.000 ist in Ordnung. Schaut doch geil aus, oder? Kann man nicht anders sagen. Wie kommen die allerdings zur Arbeit? Die müssten theoretisch irgendwie hier hinlaufen und dann hier so rüber. Tja, sind ja nur... Aber wobei, das geht bis hier, das ist okay. Das heißt, falls die jemals eine Gewerkschaft gründen, könnten sie versuchen, uns dazu zu bewegen, einen Weg hier bis oben zu machen. Wird aber wahrscheinlich noch ein paar Jahrzehnte dauern, von daher... Scheiß drauf. okay. Kaufe dort eine weitere Lokomotive. Ja, gut... Eisenbahn. Carson City Zugdepot. Genau.
Fahrzeug kaufen. Wieder so ein Teil. Und Personenwagen. Drei Wagen für Passagiere. Alter, es kostet 1,5 Mille. Aber gut, wir haben über 106 Mille. Also von daher alles gut. Alright. Zeit, die Linie von Reno in die Silberstadt Carson City zu eröffnen. Machen wir. Dafür müssen wir ein bisschen rauszoomen. So. Oben in Glenbrook gibt es Feuerholz, das die Dampfmaschinen in den Silberhütten so richtig schön zum Schnaufen bringt. Aber Vorsicht, dass dir nur die Cartwrights von der Ponderosa Ranch nicht über den Weg laufen. Mit denen ist nicht gut Kirschen essen. Oh, na wir machen, na klar machen wir alle Nebenmissionen. Da bist du den Cartwright-Jungs gerade noch entwischt. Jetzt so schnell wie möglich eine ordentliche Ladung Baumstämme ins Tal schaffen, bevor die Rancher wiederkommen. Liefere Baumstämme von der Ranch zur Holzlieferung. Holzanlieferung. Das ist von hier, oder? Zur Holzanlieferung. Oh, ist das denn hier der Carson City Güterbahnhof, oder? Dafür brauchen wir noch einen hier Güterbahnhof, oder? Wegpunkt? Nee, Gebäude. LKW-Station. Ich glaube, das ist das. LKW-Entladestelle. Ich glaube, das wird's sein. Und den hier. Mehr Baumstämme liefern, okay. Ja, von der Ranch zur Holzanlieferung ins Tal. Ich hoffe, dass da ist die Holzanlieferung. Ich meine, hier steht Hochofenbefeuerung. Ich glaube, wir müssen das hier, da wo auch das Holzsymbol ist. Ich glaube, es ist so einfach, hier Holzsymbol mit Holzsymbol zu verbinden. Weil immerhin... Holzsymbol, Holzsymbol. Also ich glaube, wir haben die Linie einfach nur falsch gemacht. Station weg. Haltestelle hinzufügen. Also brauchen wir hier nochmal eine... Ich glaube, wir brauchen hier nochmal eine LKW-Entladestelle. Geht das überhaupt? Jo. Alright, jetzt aber. So, und jetzt brauchen wir eigentlich nur hier im Straßenfahrzeugdepot von Carson City. Fahrzeug kaufen. Pferdefuhrwerk. Kaufen wir gleich mal zwei. Und weisen die der Linie zu. 4. Das klappt jetzt auch. Oh ja, da kommen die schon. Die müssen jetzt... Ah, genau. Die fahren auch direkt hier zur Ranch, wo die auch hingehören. Dann hoffe ich mal, dass das funktioniert. Weil hier Linie errichten und zuweisen. Okay, das heißt, die Linie errichten können wir schon mal. Carson City bis... Reno. Alright. Okay, unsere beiden LKWs. Oh, man sieht es übrigens auch hier in der Großansicht. Straßenfahrzeuge, also entweder LKWs oder... P
PKWs ist ein bisschen übertrieben, aber halt. Und hier auch, hier warten schon die Leute. Da warten ganz viele. Kommt, befördert die. Wo sind meine? Sind das meine Straßenfahrzeuge? Ja, nice. Da gehen nur nicht viel drauf, oder? Da gehen nur 4 rein. Ich glaube, wir brauchen sogar inzwischen mehr von denen. Kann ich die eigentlich inzwischen verbessern? Ja, komm, wir bauen einfach noch ein bisschen mehr. Wir hauen da ein bisschen mehr raus. Komm. Fahrzeug kaufen. Pferdekutsche 2 Stück. Zuweisen, Linie 3 müsste das gewesen sein. So, damit hier nicht so viele Leute immer warten. So, Baumstämme werden schon geliefert. Jo. Oh ja, der liefert. Holzanlieferung und... Okay, ja. Warum klappt das jetzt denn erstmal nicht, hä? Liefere Baumstämme. Produziert... Aber das ist doch nah genug an dem dran, oder? Verstehe jetzt nicht so ganz. Moment kurz. Kann man... Moment, ich glaube, das konnte man hier einstellen. Linie 5. Ne, Linie 4. Hillcrest Street. Ich wette, wir hätten hier so Güterbahnhöfe bauen müssen. Okay. Delete. Delete. So. Gebäude. LKW-Station. Ich weiß nicht, ob das dann wirklich was bringt, aber... Ach so, ist falsch rum. So. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass das so klappt. Schauen wir mal. So, wo ist jetzt hier das mit dem Holz? Da, oder das andere ist... Wo ist denn das andere mit dem Holz? Ich sehe nur eins mit Holz. Macht aber auch nichts. Kollision. Kollision. Dammit. Kann ich das nicht abreißen? Dammit. Aber das ist... Doch Güterbahnhof, das müsste ja eigentlich theoretisch das hier sein, oder? Oh, man kann den hier noch erweitern. Kann auch... Alter, jetzt begebe ich mich gerade schon in Dinge, wo ich glaube... Eine Ranch zur Holzanlieferung. Das ist aber hier. Let's tryen wir das mal so. Ich habe keine Ahnung, ob das überhaupt funktionieren kann. Aber macht auch nichts. Haltestelle hinzufügen.
hier hoch, Hillcrest Street bis... So. Passt es jetzt hier von der Linie? Fahrzeug. Okay, also die nehmen auch schon wieder ihren Betrieb auf. Wir haben immer noch sehr viel wartende Typen. Alright. Oh, da kommen sie gerade. Straßenfahrzeug 4. Straßenfahrzeug 7. Ja, nice. Da stehen 17 Leute. Okay. Kommt einer nach dem anderen. Okay, aber jetzt kommt doch halt einer nach dem anderen. Aber leck mich am Arsch. Also, ich glaube, wir werden hier... Hier würden wir echt... Ich glaube, können wir echt noch 10 mehr oder was machen. Dann wird alles gut sein. Hier warten wie viel? Okay, hier warten wir 2. Das ist okay. Und hier drüben warten... 8. So, jetzt schauen wir mal, ob das jetzt hier funktioniert. Ah, doch, hier! Hat der jetzt schon was geladen? Ja, der hat geladen! Nice! Ich glaube einfach, wir müssen das wirklich... Ich glaube, das hier war wirklich nicht gut. Nichts warten. Ich glaube, wir brauchen... Also ich glaube, wir brauchen diese Lagerplätze für dort, wo Sachen gelagert werden. Aber anliefern können wir normalen Abgabestationen hier. Ich glaube, das ist in Ordnung. Weil die das ja gleich verwenden. Schätze ich jetzt einfach mal. Da ist ein Straßenfahrwerk, Fuhrwerk. Schauen wir mal, ob das jetzt funktioniert. Am Ende fährt er da durch und nimmt es wieder hoch zur Ranch. Das wäre natürlich irgendwie sehr suboptimal. Oder alternativ funktioniert es jetzt. Go, go. Dank der Lieferung läuft die Silberverarbeitung auf Hochtouren. Und damit auch dein Transportgeschäft. Nice. Sehr schön. Gut, Linie einrichten und zuweisen für das hier. Und hier hat sich inzwischen auch beruhigt mit dem Verkehrsaufkommen von denen. Und hier kommt trotzdem Straßenfahrzeug und hier gleich das nächste. Nee, Laura Lewis. Oh ja, doch. Ich glaube, jetzt haben wir so den Punkt erreicht, wo es von den Straßenfahrzeugen hier voll cool sind. Wobei, ich würde halt persönlich noch mehr Haltestellen. Ich würde halt, wie gesagt, eine hier noch machen und dann noch eine hier in beide Richtungen. Oder hier. Hier so bei dem... Hier so... Oder sogar einen hier natürlich beim Bahnhof würde sich anbieten. Aber ich werde ja aktuell noch nicht so gefragt für solche Sachen. Macht aber nichts. Linie haben wir... Jetzt brauchen wir eigentlich nur noch hier Fahrzeuge. Zug zuweisen für Linie 5. Es geht los. Alle Welt drängt darauf, mit deiner schönen Bahn zu fahren. Ich würde gerne die Linie hier in der Stadt echt noch ausbauen. Das machen wir auch einfach nur, weil ich Bock drauf habe. Und zwar einmal hier. Einmal hier. Einmal hier. Einmal hier. Und einmal hier. So, und jetzt machen wir die ein bisschen besser. Linienmanager, Linie 3. Jetzt die Frage. Kann ich die später noch... Okay, ich glaube, wir müssen dafür einfach jetzt erstmal kurz pausieren. Kann ich pausieren? Danke. Und jetzt hier einfach wirklich alle komplett vernichten. Falsch hier.
alle Haltestellen löschen. So, Haltestelle hinzufügen. Wir starten wieder. Wir starten in der Nähe des Depots. Das ist nämlich sinnvoll. Und zwar hier. Dann weiter über hier. Zum Bahnhof. Hier rein. Da zurück. Hier rüber. Und dann hierher. Da musst du halt hier ein bisschen blöd umdrehen. Macht aber nichts. Und dann hier 5th Street. Oh, die heißen auch gleich, wenn die so direkt nebeneinander sind. Nice. Und das hier ist eine vernünftige... Das ist jetzt hier eine vernünftige Linie. Die auch hoffentlich richtig gut was an Passagieren befördern wird. Da wartet schon jemand. Nice. Jetzt kommen die halt auch zum Bahnhof. Jo, da gehen noch mehr rein. Sehr schön. Oh ja, auch hier. Schön. Also mir persönlich gefällt das Spiel schon jetzt sehr nahe, sehr gut. Okay, wo ist unsere Eisenbahn? Noch auf dem Weg. Oh, in Reno warten schon die ganz vielen Leute, oder? Nice, über 20. Das heißt, bringe Personen nach Carson City, ist gleich fertig. So, und jetzt machen wir hier... diesen hier. Jetzt einmal der Ride von Reno nach Carson City. Und damit werden wir die heutige Folge beenden. 22 von 42 Passagieren. Also, das ist jetzt keine Top-Auslastung. Bei weitem nicht. Das ist so die Top-Auslastung für öffentlichen Nah- und Fernverkehr. Persönlich. Finde ich, ist so irgendwo zwischen 70% und 90%. Also wenn du halt immer auf Kapazitätsgrenze wartest und halt immer noch zwei Leute warten müssen für die nächsten, ist halt dumm. Aber wenn du mit 40% voll nur fährst, ist halt auch nicht so geil. Was wir persönlich in Wien hier aber relativ häufig machen. Also gerade hier so an Wochenenden und was, hier so 40% Auslastung ist schon... sagen wir normal. Oh, geil, auch die Zugvögel. Oh, was war das für ein geiles Teil gerade? So, und jetzt hier der schöne Bahnhof. So, und die Einfahrt geben wir uns hier natürlich in Realgeschwindigkeit. Das ist hier schon sehr nice. Und auch hier keine Weichenzungen. Leider, macht aber nichts. Und hier warten sie schon. Hier warten sie schon. Hallo! Hallo! Alter, wie viel warten da? Moment, wir pausieren mal ganz kurz. Wie viel warten da ernsthaft? Das sahen ganz sehr viele aus. Okay, es sind nur 21, aber... 21. Dachte, ich habe auf den Zug geklickt, aber es sind 22. Okay, nice! Aber ich glaube hier... 5th Street. Kann man eigentlich irgendwo... sich auch die Fahrzeuge anzeigen lassen? Das wäre noch cool, wenn man auch die Fahrzeuge sehen könnte. Hier ist eines. Ja, ich glaube, das ist einfach so. Müssen die halt ein bisschen warten, aber in anderen Haltestellen sind halt gar keine. Was halt entweder bedeuten würde, man bräuchte noch eine extra Linie, die nur von hier zum Bahnhof hin und her fährt oder wo auch immer die halt hinwollen. Oder, naja. Aber ich würde sagen, wir schließen schön ab mit einem Ziel. Nach Carson City haben wir die Leute nämlich vernünftig gebracht. Es gibt auch 150.000. Ja, steigen alle aus. Hä? Warum zur Hölle sind nur 15? Da waren doch über 20 drin. Oder wollen die anderen gleich wieder zurück, weil es hier so kacke aussieht? Das ist jetzt doof. Aber gut, ich würde sagen, ich lasse einfach mal auf höherer Geschwindigkeit laufen. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Das Spiel gefällt mir persönlich sehr gut. Also ich glaube, da werden wir jetzt bis Ende des Jahres uns drin reinfuchsen.
jetzt erstmal hier noch mit der Aufgabe, werde ich nächstes Mal auch halt starten, wenn es schon fast fertig ist. Und weil hier blöd warten, bis der Zug wiederkommt, brauchen wir auch nicht. Und damit würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bei Let's Play Transport Fever 2. Und bis dahin sage ich, schönen Sonntag noch und tschüss, Leute.